Hallo und herzlich willkommen hier zur Legende von Crystal Valley. Es geht weiter hier. Ja, nachdem wir der Drachenhöhle sozusagen entkommen sind, was heißt entkommen, wir sind einfach rausgegangen, nachdem wir das Ei abgeliefert haben, ne? Haben eine schicke Rüstung noch mit bei. Was heißt, so schick ist sie jetzt nicht? Das ist nur ein Brusttarnisch, ein Helm und halt ein großes Schild, mehr ist es nicht. Sind wir jetzt hier im Sumpf gelandet. Ja, hier will jetzt niemand helfen im Prinzip. Er will uns nicht helfen, ja, toll. Er ist zu faul im Prinzip. Wir müssen jetzt gucken, dass das Boot fit kriegen und ja, irgendwie eine Kreatur, die anscheinend irgendwie im Sumpf da lebt, die ist sonst immer gefüttert worden, müssen wir besänftigen. Ja, jetzt gucken wir erstmal, jetzt machen wir mal einen Check, wie das Boot überhaupt aussieht hier. Das haben wir schon mal angeguckt, ich wir weiß. Wir hatten so ein Boot in unserer... Ich bin damit immer bis okay. Zur Mitte des Sees gesegelt. Dort habe ich mich dann entspannt und ein bisschen gelesen. Ich meine, das hat hier ziemlich viele Risse. Eigentlich müssen wir die Risse versiegeln mit irgendwie Harz oder Teer oder sowas. Haben wir nicht. Gut, am Eingang vom Sumpf war ein Pilz gestanden, wo was rausgesickert ist. Vielleicht ist die Flüssigkeit irgendwie klebrig oder so. Mal gucken, ob das geht, ob wir es irgendwie aufsammeln können. Endlich mal etwas Bekanntes. Ich wollte schon, aus dem Pilz sickert eine zähe Flüssigkeit. Ja gut, aber ich habe nichts, wo ich das ja. Ich habe immer noch meinen blöden Wassereimer. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, das blöde Wasser einfach ausleeren und das Zeug da rein wäre gut, ne? Ja, dann gucken wir uns mal nochmal an der Eichel um hier. Und an der Eiche. Eine große Eiche, die habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Aber ist knapp halb, oder? Das ist wohl der größte Eichelhut, den ich je gesehen habe. Ja, kannst du auch als Hut benutzen. Das ist keine Eichel. Sie sieht ein bisschen anders aus. Aber von der Art her ist sie ähnlich. Egal, wenn das der Baum hier Nüsse oder sonst sowas hat als Früchte, dann nehmen wir es einfach mit. Hier liegen noch viel mehr Eicheln rum. Die wir aber nicht mitnehmen können. Ein großer leerer Eichelhut. Gut, da können wir sicherlich was reinfüllen. Wahrscheinlich die klebrige Flüssigkeit da am Eingang. So. Wozu der Stinkefisch ist, weiß ich noch nicht, aber ja. So, das geht. Ich weiß halt wirklich nicht, warum wir den Wassereimer die ganze Zeit schon mit uns umschleifen und dann nie gebraucht haben. Noch nie. Das macht halt keinen Sinn für mich. So, klasse. Damit kann ich alles zusammenkleben. Ja, können wir gleich das Boot kleben. Mal gucken. Ja. So, und hier drauf. Was würde wohl passieren? Nein, besser nicht. Es geht nicht. Toll. Warum geht es nicht? Was soll ich wo reintun? Ich frage mich, woher ich immer diese dummen Ideen bekomme. Ja gut, dann würde ich nochmal Martin fragen. Der hier noch blöd rumsteht. Geht nicht. Okay. Ja, was soll ich jetzt noch tun? Ja, vielleicht fehlt wieder noch irgendwas, was wir irgendwie finden müssen hier. Ah, eine Pflanze. Eine komisch aussehende Pflanze. Die kann ich bestimmt für irgendetwas gebrauchen. Ja, genau. Ich laufe dem Weg raus und sag dir noch über die Pflanze, ne? Eine komisch aussehende Pflanze. Sieht aus wie ein Minibaum. Es ist kein Bonsai, aber hübsch ist er trotzdem. So, nimm mit. Ach gut, den können wir wahrscheinlich als Pinsel benutzen oder so dann. Ein kleiner Zweig, der sieht aus wie ein Pinsel. Ah, jetzt habe ich ein Klebekit. Jetzt können wir das Boot reparieren, oder? Gucken, ob das geht. Ja, jetzt funktioniert. So, ja, wie Thea. Wir hatten so ein Boot in... Ich bin damit immer... Wir hatten so ein Boot in unserem Haus am See. Okay, ja, schön. Mein Boot war aber in einem wesentlich besseren Zustand. So, können wir jetzt mit dir nochmal reden? Alles erledigt. Machen wir das Monster platt. Alles erledigt. Machen wir das Monster platt. Pack den Haken ein. Den können wir später vielleicht noch gebrauchen. Haken? Welchen Haken? Okay, und jetzt...
Sollen wir uns in die Höhle des Monsters wagen? Sollen wir uns in die Höhle des Monsters wagen? Ja, steig ins Boot. Okay. Also da wenigstens hilft er uns. Er hat jetzt seine Harpune hier. Und jetzt? Weiter auf See hinaus. Nee, das ist erst so sein Stock da zum Paddeln. Keine Harpune. Ah, da ist das Monster. Das ist ja süß. Das scheint das Monster zu sein. Sieht aus wie eine Riesenschlange. Okay, sichelt auch so. Die riesigen Zähne sind voll mit Gift. Man muss schon Superman sein, um so einen Biss zu überleben. Ja, woher weißt du, dass es giftig ist? Das scheint das Monster zu sein. Sieht aus wie eine Riesenschlange. Da haben wir den Haken. Den müssen wir wahrscheinlich mit dem Seil zusammenknüpfen. Ich brauche noch einen Fisch. Okay, haben wir. Zeit zum Angeln. Ja gut, dann machen wir das mal. Was soll ich wo reintun? Ja, Zeit zum Angeln hast du doch gesagt hier gerade. Und die zischt ziemlich laut, die Schlange. Zeit zum Fischen. Ich habe alles, was ich dafür brauche. Ja. Ja, jetzt, wie geht es hier? Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Müssen wir unsere Rüstung eigentlich wieder anziehen oder ein Zweig? Was für ein altaussehender Zweig. Der wäre super zum Seilspringen. Okay. Warte mal. Okay. Ah ja. Und jetzt? Schau dir das an. Es hat den Köder geschluckt. Ich denke, wir können jetzt an ihm vorbeiflutschen. Okay. Dann auf geht's, aber sofort. So, was haben wir denn da? Das ist jetzt Ziggurat. Okay. Das ist eigentlich eine Riesenburg oder eine Festung. So, okay. Martin? Er begleitet mich wohl nicht. Mach's gut und danke für die Überfahrt. Ich sollte eigentlich Angst davor haben, alleine weiterzugehen. Habe ich aber nicht. Okay, ja gut, er müsste jetzt wieder zurück, aber dann wird er wahrscheinlich gefressen. Aber er kann jetzt weiter, ne? Alles klar. Dann schauen wir mal. So, schneller. Wegen dieses Pier hier noch sehr gut. Ein Fass. Ein Fass. Wie nett. Überall, wo ich hingehe, steht mindestens ein Fass rum. Oder auch zwei. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ein Fass. Ein Fass. Überall, wo ich hingehe. Für mich sehen... Ich habe keine Ahnung, warum jemand die Fässer hier hingestellt hat. Die Fässer sehen ganz schön schwer aus. Vielleicht sind es Gegengewichte für den Lift hier. Ein Fass. Wie nett. Was haben wir noch? Ah ja, die Rüstung ist jetzt auf einmal weg, okay. Ein klassischer Fahrstuhlmechanismus. Ja. Leider kann man den nicht selber bedienen, oder? Ich kann keinen Hebel entdecken. Es muss einen anderen Weg geben, wie man ihn aktiviert. Ich glaube, man braucht nur ein Gegengewicht, damit es funktioniert. Ja, aber wie macht man das? Ja, die Fässer werden wahrscheinlich das Gegengewicht sein. Überall, wo ich hingehe, für mich sehen alle Fässer. Ich habe keine Ahnung. Überall, wo ich. Für mich sehen alle. Ich habe keine Ahnung. Die Fässer sehen ganz. Ein Fass. Überall, wo ich hingehe, steht mindestens ein Fass rum. Oder auch zwei. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Müssen wir doch an Martin fragen, ob er uns irgendwie hilft. Ich sollte eigentlich Angst haben. Er begleitet mich wohl nicht. Mach's gut und danke für die Überfahrt. Ja gut, er begleitet uns nicht. Ja, schön. Ja, wie machen wir das jetzt mit der blöde, mit dem blöden Lift hier? Ach, ich bin ja wieder ein Depp. Natürlich, ein klassischer Fahrstuhlmechanismus. Natürlich brauche ich Telekinese. Ne? Damit mit dem Geist kann ich sozusagen die Fässer bewegen. Also da muss er Telekinese können. Witzig. Hier hin. Mal sehen, wie viel wir brauchen. Wahrscheinlich alle. Ja, hier liegen auch schon ein paar andere Fässer noch rum. Was, das reicht doch nicht?
Oh, schwer sind wir. Wir hätten die Schlange doch auch vereisen können, ne? Na bitte. Es geht aufwärts. So, und wenn man abwärts will, muss man die Fässer wieder entfernen. Aber dann gleich am Pfad entlang gehen. Und hier ist die Ziggurat. Ah ja, interessant. Okay. Wir werden begleitet. Da ist noch ein Drache. Okay. So, das ist also der Ziggurat. Beeindruckend, das muss ich zugeben. Aber Lord. Ich frage mich, ob er dort drin ist. Es sieht aus wie ein Ort, an dem sich ein Gott aufhalten würde. Hm. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die griechischen Götter in Gebäuden wie diesem auf dem Olymp leben. Hm. Also, das sieht komisch aus, der Ziggurat. Ich bin nicht besonders leichtgläubig. Aber alle anderen hier scheinen der Meinung zu sein, dass Isaac und der Graf Götter sind. Das. Ich fange es langsam selbst an zu glauben. Je mehr ich daran glaube, desto fester bin ich davon überzeugt, dass es mein Schicksal war, hierher zu kommen. Naja, ist es anscheinend ja auch. Ah, ein Riese. Protz, der Riese. Ah, der hat hier seine Taschen hängen. Großer Abfluss. Vielleicht sind es Belüftungsschläuche. Ich kann die heiße Luft spüren, die aus den Röhren strömt. Aha. Vielleicht sind es Belüftungsschläuche. Okay. Hallöle. Hallo. Oma. Was? Kannst du nicht sehen, dass ich Schmerzen habe? Ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Ja, das kann ich nicht sehen. Ja, ich möchte helfen. Ich möchte dir helfen, aber das kann ich nicht, wenn du mir nicht sagst, was dich ärgert. Ärgert? Ärgern tue ich mich, wenn ich keinen Wein zum Essen da habe. Das hier ist tausendmal schlimmer. Mit jedem Wort wird der Schmerz unerträglicher. Ich bin kein Arzt, aber vielleicht kann ich ja trotzdem helfen, wenn du mir sagst, wo es weh tut. Ich hatte eine Riesenschlange zum Abendessen und habe nicht bemerkt, dass sie noch ein paar ganz schön große Knochen von ihrer letzten Mahlzeit im Magen hatte. Jetzt steckt einer der Knochen in meinem Mund fest. Hast du keinen Zahnstocher? Du weißt schon, ein großes Holzbrett oder so etwas in der Art. Machst du dich über mich lustig? Ich weiß, was ein Zahnstocher ist. Nee. Verstehe. Möchtest du, dass ich versuche, den Knochen herauszubekommen? Ja, bitte versuch es. Ich weiß nicht, wie ich es alleine hinbekommen soll. Meine Finger sind zu dick. Aber ich befürchte fast, dass du zu klein dafür bist. Hm. Lass mich kurz darüber nachdenken. Na, der könnte uns ja mit einem Haps hier verspeisen, oder? Ja, wir könnten sogar noch schrumpfen. Ja, wir könnten in seinen Mund rein, könnten das Ding irgendwie lösen und dann wäre das Problem gelöst, oder? Hm. Was soll ich wo reintun? Einfrieren? Ich frage mich, woher ich immer diese dummen Ideen bekomme. Oder uns schrumpfen. Oder ihn schrumpfen? Absolut unmöglich. Wir können uns schrumpfen, ja. Ich muss in deinen Mund rein. Kannst du dich beherrschen und mich nicht essen, während ich dort drin bin? Okay, aber bitte beeil dich. Ich habe einen sehr empfindlichen Mund. So, naja, gut gepflegt ist es schon mal. Die Zähne des Riesen tiefer in den Mund. Das ist ein Fall für den Meister aller Zahnärzte. Ein Terrain, auf das sich bisher noch kein Zahnarzt gewagt hat. Hoffentlich ist er nicht kitzlig. Wie ekelhaft. Ich muss die Luft anhalten, solange es nur geht. Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Also im Zahn steckt er nicht, da hinten. Noch im Mund des Riesen. Ein schon fast verdauter Knochen.
Wollen wir hoffen, dass es ein böses und wildes Tier war, das hier verschlungen wurde? Naja, verdaut ist er nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich den Knochen mit bloßen Händen rausholen muss, wie unhygienisch. Igitt. Naja, was sein muss, muss sein. Wir hätten auch Telekinese nehmen können. Rachen des Riesen. Bloß keine schnellen Bewegungen. Ich will nicht verschluckt werden. Ja, einmal hier so gegen den Boxsack hier prügeln. Das ist alles so unwirklich. Ich bin gerade im Inneren eines Lebewesen. So. Ja, der könnte uns jetzt derzeit essen, ne? So, verlassen. So, dann machen wir es wieder größer. So, Operation gelungen. Hier, fühlst du dich jetzt besser? Hier, fühlst du dich jetzt besser? Fühlt sich gut an. Aber jetzt habe ich den Geschmack von dem Dreck im Mund, der unter deinen Schuhen war. Hast du etwas Wasser, damit ich ihn wegspülen kann? Ja, wir hätten ja natürlich auch die Schuhe ausziehen können, ne? Gut, wie es der Zufall will. Ich habe ein wenig Wasser. Ja, so ein Zufall. Endlich wird unser Eimer wichtig. Wie es der Zufall will, habe ich ein wenig Wasser. Ich trage diesen Eimer schon eine ganze Weile mit mir rum. Ob du es glaubst oder nicht, er stammt aus einer anderen Welt. Ist doch wurscht. Warum schleppst du einen Eimer Wasser mit dir rum? Das frage ich mich auch. Ich weiß auch nicht, aber als ich den Eimer gesehen habe, musste ich ihn einfach nehmen und mit Wasser füllen. Wirre Gedanken scheinen dein Leben zu bestimmen, junges Fräulein. Ich heiße Eve und du? Ich heiße Eve und du? Mein Name ist Bros, der letzte Riese des Ziggurat. Ah ja. Ich arbeite und lebe hier schon so lange ich denken kann. Du arbeitest an diesem Gebäude? Ja, mein Großvater gehörte zu den persönlichen Assistenten von Isaac. Sie haben diese Gebäude entworfen. Okay. Also was ist der Ziggurat? Was ist der Ziggurat? Der Ziggurat ist der Palast von Isaac. Eigentlich ist er sogar noch viel mehr als das. Er ist sein Lebenswerk. Ich habe immer geglaubt, dass er ihn seinem Nachfolger vererben wollte. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Tja, wie meinst du das? Ist es bestätigt. Zu Beginn sollte der Palast seine Macht über den Grafen zeigen. Außerdem wollte er dem Valley zeigen, wie groß seine Macht sein kann. Aber sobald wir ihn fertiggestellt hatten, hat Isaac die Tür hinter sich geschlossen und war seitdem nicht mehr gesehen. Okay. Langsam fange ich an zu glauben, dass er das Valley im Stich gelassen hat. Tja, damit ist es amtlich, wie gesagt. Unser Vati ist übrigens verrückt worden, ne? Ganz klar. Aber wem soll man es verdenken, ne? Wenn man seine Liebste verloren hat, ne? Das verändert einen schon schwer. Ist Isaac in diesem Gebäude? Ist Isaac in diesem Gebäude? Ich habe ihn reingehen sehen, aber er ist nie wieder herausgekommen. Vielleicht verwendet er das Portal, das sich dort befindet. Ein Portal? Wohin führt es? Weiß er doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieses Portal einzigartig ist. Irgendwann beschloss Isaac, die Pläne für den Ziggurat zu ändern. Ursprünglich sollte der Ziggurat seine Macht aufnehmen und über das Valley verteilen. So hätte er an mehreren Stellen gleichzeitig sein und dem Land zu Wohlstand verhelfen können. Tja. Was hat er geändert? Er hat alles umgedreht. Der Ziggurat fokussiert jetzt seine gesamte Macht auf ein einziges Portal. Und niemand weiß, wohin dieses Portal führt? Genau. Er hat uns nichts über seine neuen Pläne verraten. Er hat uns nur gesagt, was wir bauen sollen. Okay. Könnte es sich um ein Portal in meine Welt handeln? Vielleicht. Ich weiß nur, dass es irgendein Hyperportal ist. Hyperportal? Den Begriff hast du gerade erfunden, oder?
Nun, ich kenne mich ein wenig mit Portalen aus. Und ich habe die Unmengen an Kristallen gesehen, die diesem Portal seine Kraft geben. Zusammen mit den Kräften von Isaac kann man es wohl als Hyperportal bezeichnen. Okay. Ja, wohin führt das Portal? Das weiß er doch nicht. Wohin führt dieses Portal? Es könnte an jeden Ort führen. Oder auch in jede Zeit. Du weißt von den Zeitportalen? Ich kenne nur die Gerüchte, die im Umlauf sind. Hm. Okay. Ja, wie komme ich in den Ziggurat rein? Wie komme ich in den Ziggurat? Die Türen sind alle verschlossen. Aber ich könnte dir die Brücke herunterlassen. Hm. Danke. Gern geschehen. Wo sind all die Riesen? Ich habe mit einem im Portalraum gesprochen und er hat mir erzählt, dass alle Riesen im Ziggurat arbeiten würden. Das stimmt. Sie wurden alle hergebracht, um hier zu arbeiten. Aber sobald die Arbeiten abgeschlossen waren, hat Isaac sie weggeschickt. Und sie sind nicht zurückgekehrt, um weiter an den Portalen zu arbeiten? Nein. Sobald Isaac die Portale versperrt hatte, gab es keine Verwendung mehr für die Riesen. Und so schickte er sie in 4 andere Welten. Gibt es nicht unendlich viele Welten? Ja, aber es gibt nur 5 Welten, die direkt aus dem Valley entstanden sind. Aus diesen 5 Welten sind alle anderen entstanden. Die Weisen würden sagen, aller guten Dinge sind 5. Also ist meine Welt eine der ursprünglichen 5? Ja. Du lebst in der Welt der Tiere. Was? Wie in einem großen Zoo? Oder so ähnlich, ja. Ihr seid die Wächter aller Urtiere. Ihr überwacht ihre Entwicklung, bis sie stark genug sind, um in ihren eigenen Welten zu leben. Woher weißt du das? Das ist allgemein bekannt unter uns Riesen. Wir werden in allen Welten mit Portalen benötigt. Deshalb eignen wir uns Wissen über alle Urwelten an. Ah ja. Und jetzt erzählst du mir wahrscheinlich auch noch, dass die Dinosaurier es geschafft haben, sich weiterzuentwickeln und dann einfach fortgegangen sind. Ja. Und die Katzen und Delfine sind als nächstes dran. Katzen? Bist du sicher? Oh ja. Sie sind schon seit Tausenden von Jahren bereit für eine Umsiedlung. Aber sie haben beschlossen, damit noch eine Weile zu warten. Ja, ja. Warum? Wir glauben, dass sie eine Verschwörung anzetteln, um eure Welt zu übernehmen und sich selbst als Götter auszurufen. Hast du schon mal von Bastet, der Katzengöttin aus Ägypten, gehört? Oh je. Hört sich interessant an, aber ich fürchte, ich muss jetzt gehen. Aber das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja. Ich könnte stundenlang über deine Welt reden. Ihr seid eine faszinierende Spezies. Gottesähnliche Kreaturen. Ich sollte wirklich gehen, aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was meinst du damit? Als die Engel erschaffen wurden, um die himmlische Welt zu leiten, wurdet ihr als Gottes Werkzeuge erschaffen. Einigen von euch ist es bestimmt, Herrscher anderer Welten zu sein. So wie es dein Schicksal ist, Eve. Noch herrscht Isaac, doch die Zukunft liegt in deinen Händen. Das habe ich schon mal gehört. Jeder sagt es. Offen gesagt, kann ich damit nichts anfangen. Zuallererst muss ich meinen Vater finden, um verstehen zu können, was hier los ist. Viel Glück dabei. Aber du solltest wissen, dass ich Isaac schon seit langer Zeit weder gesehen noch von ihm gehört habe. Du wiederholst dich. Oh Gott, das ist ein Monolog. Also, ja, es ist schön und gut, ne, dass da viel gesprochen wird, aber das ist wirklich, weil die alle so alarmarschig reden hier, ne? Also, so langsam habe ich auch keinen Bock mehr, ne? Kannst du mir helfen, hineinzugelangen jetzt hier? Kannst du mir helfen, hineinzugelangen? Eigentlich sollte ich das nicht tun. Ja, warum denn nicht? Ich habe dir auch geholfen. Bist jetzt nicht du an der Reihe, um mir zu helfen? Wahrscheinlich hast du recht. Warte.
Ich lasse die Brücke für dich herab. Ah ja, okay. Wenn nicht, wären wir durch die Rohre gekrabbelt. Dann wären wir halt gebraten worden. Egal. Unterhaltung beenden. Boah, heieiei, Leute. Das ist so ein riesiger Monolog hier, lastig. Ja gut, deswegen hat es auch nicht die beste Bewertung gekriegt, das Spiel. Und der buddelt da im Graben ewig rum, ne? So, die Brücke ist kaputt. Alles klar, schön, geile Meter. Wir können wieder gehen. Bis auf das Kabel ist die ganze Brücke eingestürzt. Kabel? Die Lücke ist zu groß zum Springen. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Okay. Wo ist hier ein Kabel? Plattform? Der Übergang ist zusammengebrochen. Noch eine kaputte Brücke. Wie soll ich dort rüberkommen? Tja, schön, geiler Meter. Da kommen wir nicht rüber. Mal gucken. Was haben wir noch? Das Medaillon und die Taschenlampe. Magie. Schrumpfen ist, glaube ich, keine Lösung, oder? Mit Eis irgendwas machen? Das ist eines der Dinge, die ich absolut nicht machen möchte. Können wir nicht, okay. Absolut unmöglich. Telekinese uns irgendwie selber rüber teleportieren? Oder die Plattform irgendwie rüberziehen? Also ich weiß nicht, ob das... Die beiden Seiten des Pfades sind durch einen Draht verbunden. Ein Draht. Wo ist der Draht? Wo ist denn hier ein Draht? Soll das hier weitergehen? Ich sehe hier keinen Draht, Leute. Hä? Schrumpfen ist, glaube ich, doch keine Lösung, ne? Ich frage mich, wohin. Der Übergang ist zusammengebrochen. Bis auf das Kabel. Die Lücke ist zu groß zum Springen. Bis auf das Kabel. Die Lücke ist zu groß zum Springen. Noch eine kaputte Brücke. Die beiden Seiten des Pfades sind... Der Übergang ist zusammengebrochen. Ja, wo soll denn der Draht sein, Leute? Ich kann mich nur noch schrumpfen, aber das bringt's wohl nicht, oder? Dann kann ich übers Kabel klettern vielleicht, aber hm. Probier's mal. Und jetzt können wir vielleicht... Ah, das geht, okay. Hm. Witzig. Es ist das Kabel, ah ja. Naja, okay. Gut. Dann können wir es ja wieder größer machen. Oh, da haben wir jetzt hier so Tafeln. Pfeiler. Was können die? Ich habe drei Farben. Objekt drehen. Aha. Ja, wie soll das jetzt gehen? Okay. Aha. Jetzt funkeln alle Farben, oder wie? Hm. Was? Abgrund? Diese Welt ist voll mit tiefen Abgründen. Das finde ich nicht so super. Ich auch nicht. Ich weiß, worum es hier geht. Sich von der Kante fernzuhalten hat oberste Priorität. Ah ja, gut, wir müssen dann den Pfeiler rumbasteln hier. Mal schauen. Okay. Was haben die zwei Verbindungen? Die müssen, glaube ich, alle miteinander verbunden sein, oder? Ja, perfekt. Müsste der rüber und darüber, ne? Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Irgendetwas ist mit der Plattform geschehen. Ja, ist doch gut. Auf die Plattform gehen. Haben wir jetzt einen Lift? Ja, wir haben einen Lift. Also das war jetzt einfach. Sowas mag ich eigentlich. So, weiter geht's. Und Bad entlang. Yes, ist nah. Na, wir gehen einfach mal weiter. Wer bist du? Der mit der Fackel oder mit der Lampe, der Laterne? Guten Abend, Fräulein Eve. Ich werde euer Führer in diesen Räumlichkeiten sein. Wir haben auf euch gewartet. Alfred der Butler? Wer bist du? Wer bist du?
Ich bin euer Führer in diesen Räumlichkeiten. Ja, wo ist... Ist mein Vater hier? Ist mein Vater hier? Ja, er ist hier. Aber ich darf nicht über ihn sprechen, fürchte ich. Ihr dürft euch jedoch frei in den Hallen des Ziggurat bewegen. Falls ihr Fragen habt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Betrachtet mich als euren persönlichen Führer. Aha. Er hat rote Augen. Ja, kannst du mich zu meinem Vater bringen? Kannst du mich zu meinem Vater bringen? Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Warum nicht? Soll das ein Witz sein? Nein, dies ist kein Witz. Nur ein Test, um herauszufinden, ob ihr versteht, was vor euch liegt. Mein Schicksal? Oh nein, mein Meister war ziemlich deutlich, was das angeht. Ich darf nur sagen, dass eure Ankunft vorbereitet war und er euch den Pfad vorgegeben hat. Also hat er mich auf die Probe gestellt. So würde ich es nicht ausdrücken. Er hat euch eher vorbereitet. Vorbereitet auf was? Seine Nachfolge anzutreten? Ja. Ich muss ihn sehen. Jetzt. Bring mich zu ihm. Es tut mir wirklich leid. Es fühlt sich wie Betrug an, aber ich muss die Wünsche meines Meisters befolgen. Ihr müsst den richtigen Weg selber finden. Wie in einem Spiel? Ich bin gerade nicht in Stimmung für heiß oder kalt. Ist er weit entfernt von hier? Nicht im geringsten. Er ist... es tut mir leid. Fast hätte ich etwas verraten. Ich darf keine Hinweise geben. Also gut, was kannst du dann tun? Ich kann dir etwas über den Ziggurat erzählen oder über euren Vater. Und ich kann etwas über jeden Raum sagen, den ihr betretet. Also bist du so etwas wie ein Führer. Hat er doch gesagt. Genau das bin ich. Okay, was ist das Ziggurat? Was ist da? Warum? Wozu dient dieser Raum? Okay, ja gut, ey. Es ist so langsam hier gegen Ende hin wird es noch ein Gelaber, Leute. Also echt, ich finde, er ist jetzt ein bisschen überzogen. Aber okay, wir machen weiter. Ich ziehe es jetzt tatsächlich durch. Aber ich finde es ein bisschen zu übertrieben mit dem ganzen Gelaber hier. Was ist der Ziggurat? Der Ziggurat ist der heilige Ort meines Meisters. Er wurde gebaut, damit er seine Macht über das ganze Valley verteilen kann. So kann er an mehreren Orten gleichzeitig sein und für Frieden sorgen. Aber ich bin jetzt schon eine ganze Weile hier und mir scheint, dass Crystal Valley auseinanderbricht. Ich fürchte, das ist wahr. Euer Vater hat seine Pläne geändert. Es tut mir leid, aber ich kann dazu jetzt nichts mehr sagen. Alles zu seiner Zeit. Okay. Ja gut, warum wurde hier alles aus diesem komischen Metall gebaut? Das ist eine sehr gute Frage. Es handelt sich natürlich um ein ganz besonderes Metall. Es reagiert sehr sensibel auf Magie. Man könnte fast sagen, dass die Wände die Magie aufsaugen können. So wie eine Batterie? Ja, in etwa wie die Kristallbatterien, die wir verwenden. Jede Metallplatte im Ziggurat wurde so verarbeitet, dass sie auf eine bestimmte Art von Magie reagiert. Isaaks Magie? Ja, und eure ebenfalls. Ihr seid von demselben Blut. Sobald ihr Isaak gefunden habt, werdet ihr wissen, warum ihr hier bleiben müsst. Du fängst schon wieder damit an. Ich rede erst wieder darüber, wenn du bereit bist, mich zu Isaak zu bringen. Okay, ja, und wozu dient dann dieser Raum hier? Wozu dient dieser Raum? Dies ist der Flur zum Dienstbotenausgang. Alle Türen bleiben euch auf eurer Reise verschlossen, bis auf diese. Naja, okay. Gut, Ende im Gelände. Danke. Jetzt schlappt er weiter, okay. Mit seiner Laterne hier. Ja, Leute, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und dann schauen wir das nächste Mal, wie es weitergeht. Ich sag da wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr beim nächsten Mal. Euer Lego. Tschüss.